Vorträge heute müssen nicht wir uns nach unserer Kompromissfähigkeit fragen, sondern Sie nach Ihrem Kompromisswillen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es gehört schon zur Wahrheit, wenn Sie Verhandlungen anbieten, dann müssen Sie auch für Ihre Vorschläge kompromissbereit sein. Und deswegen will ich die Gelegenheit schon noch nutzen, auch konstruktiv anhand von zwei plastischen Beispielen zu erklären, was uns an Ihren Vorschlägen stört, was sich ändern muss, damit wir einen Kompromiss finden können, der im Zweifel auch verfassungskonform ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist klar, die Bürgerstimme muss auch in Zukunft eine nachvollziehbare Heimatstimme bleiben. Ihr Kappungsmodell geht davon aus, dass Wahlkreise in Zukunft nicht mehr gewonnen, sondern zugeteilt werden. Und ich frage mich schon, was ist das für ein Verständnis der Unmittelbarkeit der Wahl, wenn nicht der Wähler mit seiner Stimme zuteilt, wer in einen Wahlkreis kommt, sondern eine von Ihnen erdachte Rechenoperation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen, dass ein Kandidat am Sonntag in das Rathaus geht, feiert mit seinen Wahlhelfern und sagt, ich habe gewonnen, wir haben die meisten Stimmen in unserem Wahlkreis erzielt. Und am Montag gibt es dann vielleicht den Anruf des Bundeswahlleiters, der dann sagt, Ätsche Bätsch, so funktioniert es nicht. Sie haben zwar die meisten Stimmen, aber Sie werden nicht Mitglied des Bundestages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann niemand nachvollziehen. Wer einen Wahlkreis gewinnt, der muss in den Deutschen Bundestag einziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Amthor, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Steffen? Bitte schön.